Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Traditionspflege mit Erlebnisse und Spaß. Volktanzwoche in Nimesch. Fremdsprachunterricht, Sommercamp in Vojta. Wahlperiode, Pläne für die kommenden Jahre. Die Wahlen zu Nationalitäten Selbstverwaltungen in Fünfkirchen. Die traditionelle Volkstanzwoche findet zum 5. Mal in Nimesch statt. Auch in diesem Jahr warten wieder interessante und spannende Programme auf die Kinder, die am Camp teilnahmen. Die Woche wird mit einem Abschlussabend und einer Ausstellung abgeschlossen. Die Kinder helfen bei den letzten Schritten der Marmeladenherstellung. Sie beschriften die Gläser. All dies tun sie in der Volkstanzwoche, wo sie neben dem Tanzen auch andere Aktivitäten durchführen. Die Camper singen auch Volkslieder. Das Volkstanzlager wurde erstmals 2019 vom Verein Völkerfreundschaft in Nimesch organisiert. Während dieser Woche können die Kinder ein buntes Programm mit traditionellen Aktivitäten genießen. Zwischen dem 15. und dem 19. Juli findet in Nimesch eine Volkstanzwoche statt. Die Initiative wurde vom Verein Völkerfreundschaft vor 5 Jahren, also 2019, ins Leben gerufen. Und wir bieten den Kindern die Möglichkeit, die ungarndeutschen Traditionen, Volksbräuche näher kennenzulernen. Während dieser eine Woche können sie die Traditionen und die Volksbräuche kennenlernen. Im Mittelpunkt steht der Volkstanz und die Volksmusik der Ungarndeutschen, aber außerdem bieten wir den Kindern noch erlebnisvolle Programme an. Der Schwerpunkt der Woche liegt auf den ungarndeutschen Volkstänzen. Anniko Mezei-Kram, die Vorsitzende der deutschen Selbstverwaltung in Nimesch, ist für die Auswahl und den Unterricht der Tänze verantwortlich. Sie sagt, sie habe versucht, dieses Jahr etwas Neues zu bieten. Dieses Jahr habe ich versucht, ein paar Tänze zu sammeln oder auszuwählen, die sowohl die ungarndeutsche Gemeinschaft als auch die Ungarn oder auch andere Nationalitäten getanzt haben, hier in unserer Gegend. Und so bin ich auf den Gulyás-Tanz gestoßen, der von mehreren Nationalitäten getanzt wird. Auch Siebenschritt, also Hetlépés, das kommt auch bei mehreren Nationalitäten vor. Und auch Ritka Búza, Ritka Árpa, Ritka Rozs, das ist eigentlich der Text, also vom Lied. Und diese Tänze versuchen wir jetzt, also nur die Grundschritte den Kindern beizubringen. Und eigentlich soll das alles auf spielerische Weise geschehen, weil das keine Choreografie ergeben soll zum Schluss und auch keine Bühnenaufführung werden soll. Das ist eigentlich zum Spaß für die Kinder, damit sie ungarndeutsche und auch ungarische Volkstänze spielerisch erlernen und auch kennenlernen, dass die Ungarndeutschen nicht nur ihre eigene Kultur streng genommen, also nur diesen kleinen Kreis weitergegeben haben, sondern sich auch von anderen Nationalitäten Ideen geholt haben und was ihnen gefallen hat, das haben sie auch in ihre eigenen Tänze mit eingebaut. Und so habe ich auch ein kleines Lied und einen Spruch auch ausgewählt, was zweisprachig ist, deutsch-ungarisch, und das lernen wir auch mit den Kindern. Das macht auch viel Spaß, weil sie auch miterleben können, dass man sowohl als auch, also in beiden Sprachen, dasselbe machen kann. Neben der Bewahrung von Traditionen spielt auch eine wichtige Rolle, dass die Teilnehmer viel erleben. Die Organisatoren versuchen, jedes Jahr ein anderes Programm für die Kinder vorzubereiten. Dieses Jahr haben wir gestern den Lehrpfad in Mohács besucht. Wir waren auch im Schwimmbad, da diese große Hitze nur dort erträglich ist. Außerdem gibt es kreative Programme. Wir hatten am Montag ein Dorfrallye mit den Kindern und heute steht die Marmelade im Mittelpunkt.
Das heißt, wir kochen auch hier Marmelade. Die Kinder können auch die Gläser selber anfertigen, schön dekorieren. Und es gibt auch einen Stationenlauf dazu. Zum Abschluss der Woche am Freitag sind die Camper und ihre Familien und Freunde auf den Schulhof eingeladen, wo sie das während der Woche Gelernte präsentieren und eine Ausstellung ihrer Arbeit organisieren. Am Freitagabend organisieren wir einen Abschlussabend. Zu diesem Abend sind nicht nur die Kinder herzlich eingeladen, sondern auch ihre Familien und Freunde und auch natürlich alle Interessenten. Hier werden die Tänze präsentiert, natürlich auch die Musik vorgetragen, die Kinder während dieser Woche gelernt haben. Und die Projekte werden auch vorgestellt und die Ergebnisse auch. Und die Kinder können auch natürlich alles mitnehmen für zu Hause, das sie während dieser Woche gebastelt haben. Jedes Jahr haben die Kinder eine tolle Zeit im Camp. Die Organisatoren möchten diese Tradition auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Wer in den Sommerferien ihre Fremdsprachekenntnisse verbessern möchte, ist herzlich eingeladen ins Sprachcamp der Nyitottvilág-Alapítvány in Vajda. Die Teilnehmer können eine Woche lang intensiv Deutsch- oder Englischunterricht genießen und ihre Freizeit in einer malerischen Umgebung verbringen. Viele kommen nicht nur wegen des Sprachunterrichts, sondern auch wegen der Gesellschaft zurück. Total andere Qualität, anderer Modus, stimmt's? Okay, also zum Beispiel zur Schule gehen. Ist das dürfen, müssen, wollen, können? Was passt? Muss. Ich muss zur Schule gehen. Okay, seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet die Nyitottvilág-Stiftung Sommercamps für Kinder an, die in den Ferien ihre Deutsch- oder Englischkenntnisse verbessern wollen. Also das ist unser 24. Sprachcamp. Ja. 18 Jahre lang waren wir in Dombori. Dort haben wir unser Sprachcamp immer veranstaltet. Und seit 6 Jahren sind wir hier in Vojta im Szicsi-Schloss. Also was die Altersgruppe betrifft, also die Schüler kommen schon nach der 6. Klasse, also im Alter von 12, 13, 14 Jahren, so würde ich mal sagen, aus der Grundschule. Und die Gymnasiasten, also aus Mittelschulen, kommen die meisten. Ja? Und einige sind schon mehrere Male da, ja, also das genieße ich persönlich auch sehr. Und viele sind zum ersten Mal da. Der erste Tag ist für sie dann ziemlich interessant, ja. Sie haben natürlich Hemmungen am ersten Tag, aber das ist auch ein Ziel für unser Sprachcamp, dass die Hemmungen hier abgebaut werden sollen. Und es klappt wunderbar. Wie gesagt, also die Neulinge, die hierher kommen, die sind am ersten Tag noch so schüchtern. Aber dann befreunden sie sich mit den anderen und als Freunde gehen sie dann am Ende der Woche nach Hause. Und diejenigen, die nicht zum ersten Mal kommen, die haben schon ihre Freunde. Ja? Also sie sind zusammen, sie machen zusammen Sport oder am Nachmittag können sie hier im Schwimmbad baden. Das Wasser ist schön lauwarm schon, also sehr gut. Ja? Und das kann ich auch sehr genießen, dass sie nicht nur lernen, sondern auch die Freizeit zusammen verbringen. Unter den 50 Camp-Teilnehmern in diesem Jahr waren einige, die schon mehrmals dabei waren, aber auch solche, die das Camp in Vojta zum ersten Mal besuchten. Nekem ez itt az első alkalmam Vojta, eddig nagyon tetszik a tábor, nagyon sok új embert ismertem meg, és nagyon sok mindent veszünk egy órán, de követhetően és mindig vissza lehet kérdezni, és így jól lehet haladni. Én már negyedik alkalma vagyok itt a táborba, és legnagyobb részt a közösség miatt jöttem vissza mindig. Ez egy nagyon jó hangulatú tábor, az emberek is mind azért jönnek ide, hogy tanulhassanak, és mindenki célokkal jön ide, amit így az eddigi évek tapasztalataiból azt tudom mondani, hogy mindig sikerül teljesíteniük. És szerintem nem csak a tanulás, de a szabadidő is egy nagyon jó hangulatban telik itt a táborba, szóval ezért is nagyon érdemes idejönni. Die Schüler werden täglich in mehreren Klassen unterrichtet, aber natürlich gibt es auch längere Pausen, um sich in die Sommerhitze zu entspannen. Die Atmosphäre im Camp ist sehr gut und die Gemeinschaft ist ein weiterer Grund, warum die Kinder gerne wiederkommen. Fölkelünk reggel ilyen 7 és 8 között, és fél 9
így körülbelül meg kell reggelizni, vagy hát kényelmesen 9-kor kezdődnek az órák, minden óra másfél órás. Az első óra az ugye tart 10:30-ig, és 10:30-től 11 óráig van szabadidőnk, utána pedig következik egy másik óra, az 12:30-ig tart, onnan van egy ebédidőnk 13:30-ig, és 13:30-től tart az óra 3:00-ig, amikor van egy nagyszülete, ahol lehet kint fürdeni a medencében, és 3-tól egészen azt hiszem 17:30-ig van szabadidőnk, és 17:30-tól, ja nem, bocsánat, 18:00-ig, és 18:00-tól pedig 19:30-ig pedig tart az utolsó óránk, és azután pedig szabadidőnk van, beszélgetünk általában, és lefekszünk 10 óra körül. Mindig 4 tanár, vagy 3 tanár, most az idén 3 tanár van. Ebből egy magyar származású, vele inkább ilyen nyelvtani feladatokat csinálunk, ebben próbál nekünk segíteni, ugye magyarul könnyebben el tudja magyarázni, és most a másik kettő, az egyik tanárnő Kanadába jött, vele is nagyon inkább beszélgetünk, feladatokat csinálunk, és ez nagyon sokat segít mind a különböző országoknak a kiejtését megtanulni, mint a kommunikációnk fejlesztésében, illetve egy másik tanárunk Amerikába jött, lehet látni a kultúráknak a különbségét is így, ebből szerintem nagyon sokat tudunk tanulni. Ez most már inkább ilyen szórakozás, illetve már így a nyaraim része ez a tábor, szóval emiatt is jöttem, meg a barátok miatt. Das Camp umfasst auch ausländische Lehrer für deutsche und englische Gruppen. Da sie kein Ungarisch sprechen, müssen sich die Kinder in den 5 Sprachen ihrer Wahl ausdrücken. Neben der Grammatik ist es auch sehr wichtig zu lernen, sich in eine andere Sprache auszudrücken, zum Beispiel in Deutsch oder Englisch. Ich würde als Schatz benennen, also oder nennen, ja, dass wir Muttersprachler als Lehrer und Lehrerinnen haben, ja, und das ist sehr, sehr wichtig für die Schüler. Also dann können sie die Aussprache üben, hören, also die richtige Aussprache, Redewendungen, Ausdrücke, also das alles können sie von diesen Lehrerinnen oder Lehrern lernen, ja. Die Englisch sprechen, die kommen entweder aus England oder dieses Jahr haben wir eine Lehrerin aus Kanada und einen Lehrer aus den USA. Also die Deutschen kommen aus Deutschland, das ist klar, aber wir haben auch oft das Glück gehabt, dass manche Lehrer aus dem Norden waren, manche aus dem Süden und dann haben sie so eine Mischung, also die Schüler. Also das ist ganz, ganz wichtig für sie. Und die meisten von ihnen, also die von den Lehrern, die sprechen kein Ungarisch. Oder wenn sie schon manches wissen, also manche Wörter, dann bemühen sie sich, das nicht auf Ungarisch zu sagen. So, und sie können auch gut Landeskunde beibringen, also natürlich viel besser, ja, das ist dann ganz, ganz aktuell. Und die Schüler können vieles erfahren, was sie, sagen wir, in der Schule oder von uns, die Ungarisch als Muttersprache haben, wahrscheinlich nicht so gut bekommen können. Englisch und Deutsch, ja, man muss ganz ehrlich sagen, also Englisch ist die Weltsprache Nummer 1, also das wissen wir alle. Und noch etwas, also wer Fremdsprachen lernt, weiß, also dass die deutsche Sprache eine komplizierte Grammatik hat, ja. Also es ist sinnvoll, zuerst diese Sprache zu erlernen, also die deutsche, und dann kommt die englische als zweite und das ist dann viel leichter für die Schüler, das sehe ich. Und die Schüler sind so intelligent und clever, also klug, richtig, dass sie das so machen. Also die meisten zuerst Deutsch, dann machen sie eine Sprachprüfung. Und am nächsten Jahr, also im nächsten Jahr, das nächste Mal, kommen sie in die Englischgruppe. Und das können sie dann üben. Und was das Schönste ist, oft haben sie schon 2 Sprachprüfungen, auch in Deutsch und auch in Englisch. Und sie kommen trotzdem und sie üben entweder die eine oder die andere Sprache mit den Muttersprachlern. Also das bedeutet schon ein hohes Niveau, meiner Ansicht nach. Die Schüler sind alle sehr enthusiastisch, trotz der Extrastunden. Es schadet nie, Fremdsprachen zu sprechen. Und je früher man damit beginnt, desto einfacher ist das. Én tanulok az iskolában is németet, de sokkal kevésbé effektív, mint itt, úgy érzem eddig, és hát a tervem a némettel az egyelőre csak egy újabb nyelv, de lehet, hogy majd még a karrierem során hasznos lesz. De szerintem az angol egy nagyon fontos nyelv a mai világban, és enélkül már élni se lehet, úgymond.
illetve a nyelvtanulás is szerintem nagyon fejleszti a gyerekek személyiségét, nyitottabbá teszi őket. Die Nyitott-Világstiftung bietet auch während des Jahres Sprachkurse an, sodass man nicht bis zum Sommer warten muss, wenn man eine Fremdsprache lernen möchte. Die Wahlen Anfang Juni betrafen auch die Nationalitäten-Selbstverwaltungen. Wir haben Janusz Lodung, den Vorsitzenden der Ungarn-Deutschen Selbstverwaltung von Fünfkirchen, über die Wahl selbst, die Wahlkampfperiode vor der Wahl und die Zukunftspläne der Selbstverwaltung befragt. Die Ungarn-Deutsche Selbstverwaltung von Fünfkirchen ist seit 1994 tätig. Wie alle anderen Selbstverwaltungen im Land war auch der Sitz des Komitats Branau im Juni dieses Jahres von den nationalen Minderheitenwahlen betroffen. Die Wahlen der Nationalitäten-Selbstverwaltung sind etwas entspannter als die Wahlen zum Europäischen Parlament oder die Kommunalwahlen. Die Anzahl ist geringer und es gibt nicht unbedingt so viel Konkurrenz. Also Kampagne haben wir nicht geführt, weil es haben sich 6 Kandidaten gemeldet für die 5 Plätze. Letztendlich sind wir jetzt, werden ab Oktober dann 5 Leute. 4 davon sind auch zur Zielzeit Mitglieder der Deutschen Selbstverwaltung hier in Fünfkirchen. Aber unser Ziel ist es, das haben wir bereits besprochen. Also die erste Sitzung findet ja im Oktober statt. Dann verabschieden wir uns von einem Mitglied und ein neues Mitglied kommt dazu. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten 5 Jahren dann auch jüngere Leute in diesen Kreis einbeziehen können. Weil wir auch langsam älter werden und es wäre sehr gut, wenn jüngere Leute da mitmachen würden. Zurzeit gibt es auch, also Jugendliche nicht, aber jüngere Leute, jünger als ich dabei. Aber wir möchten das noch jünger machen. Das ist unser Ziel eigentlich. Wir haben Janusz Lodung gefragt, was die Selbstverwaltung einer Nationalität im Leben einer Siedlung genau macht und welche Rolle sie spielt. Wir versuchen, es gibt mehrere Schulen, sogar Kindergärten hier in Pécs, wo deutsche Kultur, ungarische Kultur bewahrt wird. Wir versuchen, diesen Gruppen, diesen Schulen etwas zu organisieren, wo sie die Elemente dieser Kultur auch erleben können. Aber das Lehnerhaus hat sich wurde renoviert und wird bald auch offiziell eröffnet. Wir haben dann wieder einen Platz, wo wir dann mehrere Programme organisieren können. Wir arbeiten auch mit anderen Nationalitäten hier in der Stadt zusammen. Am ersten Wochenende im September gibt es ein Nationalitätenfestival hier auf dem Sechenplatz. Das ist auch jetzt eine Tradition geworden. Am 11. November gibt es den Martinszug wieder in der Innenstadt. Also wir organisieren in diesem Sommer 2 Camps in Litova für die Innenstadtschule und auch für das Kulturzentrum. Also wir haben mehrere solche Programme, die wir gemeinsam organisieren. Das Geld wird immer knapper, aber wir versuchen auch in Richtung Theater und andere Elemente der Kultur zu öffnen. In den vergangenen Jahren haben sich die Mitglieder des Ungarn-Deutschen Selbstverwaltung vor allem für die Wiederbelebung, Stärkung und Bewahrung der Identität der Ungarn-Deutschtum in die Stadt eingesetzt, die nach dem Zweiten Weltkrieg stark geschwächt war. Sie halten es auch wichtig, die jüngere Generation in die Pflege der ungarn-deutschen Kultur und in die Arbeit der Selbstverwaltung einzubeziehen. Für uns Ungarn-Deutschen, also im Namen der anderen, das kann ich nicht sprechen. Es ist sehr wichtig, dass wir, also es gibt eine Kultur, die mehrere Jahrhunderte alt ist eigentlich und wir versuchen, wie gesagt, besonders für die jüngere Generation die Möglichkeit zu geben, dass sie durch ihre Eltern, Großeltern, ja, irgendwie das in Berührung kommen mit dieser Kultur. Das ist unsere Aufgabe. Wir können die Rolle der Eltern nicht übernehmen, die Rolle der Großeltern nicht übernehmen. Wir können nur eine Vermittlerrolle spielen. Wenn uns das gelingt, dann freuen wir uns darüber. Wenn nicht gelingt, dann haben wir wahrscheinlich nicht gut die Leute angesprochen. Das neue Team wird seine erste Sitzung im Oktober abhalten. Sie möchten den in Fünfkirchen und Umgebung lebenden Menschen die Möglichkeit geben, ihre deutsche Wurzeln zu entdecken und regelmäßig zu pflegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.